Ja, hallo meine Lieben, hier mal ein Video wieder von mir. Ja, also mich haben ein paar Kunden gefragt, ob ich nicht wieder ein Treffen hier machen kann, bevor ich in Urlaub fahre. Wie ihr wisst, bin ich ja schon im Urlaub bis 15. September. Allerdings fahre ich erst nächste Woche mit meinen Kindern. Mein Sohn kommt auch aus Deutschland, mein Sohn kommt auch mit und meine Frau, ihre Kinder. Und meine Frau und ich werden dann gemeinsam mit dem Vito zu meiner Mutter fahren, zu ihrem Strandhaus. Und meine Mutter freut sich auch schon, wir freuen uns auch. Dann wollen wir dort eine Tour machen. Dort gibt es die besten Sachen und ich kenne mich ja da sehr gut aus. Ich habe ja auch Touristen mal rumgeführt eine Zeit lang. Und ich kenne da die besten versteckten Stellen von Olympus, von Falesis und... Ich hatte auch mal Kunden, die haben gesagt, das sind doch nur Steine zu antiken Städten. Könnt ihr euch mal vorstellen, mit solchen Leuten habe ich es manchmal zu tun. Ja doch, wir können uns natürlich nochmal treffen, solange ich hier bin. Ja. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Angebote, ob ich Hilfe brauche. Die Leute haben die Videos gesehen, wo ich gesagt habe, ich muss hier das Tor noch machen für das... Objekt im Sanai. Das wird übrigens über 4 Meter breit plus 4 Meter, also das Tor wird 9 Meter breit, ja? 9 Meter 38, genau. Und vielen Dank für die Fragen, für die Angebote zum Helfen. Vielen, vielen Dank. Da habe ich schon Matthias und Tanja eingeplant und das reicht dann auch, weil wir gehen dann auch als Dankeschön schön essen und passt auch nicht mehr unbedingt dann rein mit all dem Zeug. Und vielen Dank, sehr nett von euch. Ja. Hier tauchen ja auch ab und zu mal Kunden, Freunde auf und fragen, ob ich Hilfe brauche. Das ist sehr lieb von euch, aber manche Sachen kann ich nur alleine machen. Ja? Manche Sachen kann ich nur alleine machen, vielleicht kennt ihr das. Manche Sachen sind in meinem Gehirn schon projiziert und das kann ich dann nicht erklären und so. Deswegen muss ich viele Sachen alleine machen, aber vielen, vielen Dank für das Angebot. Wann passt es euch? Wann treffen wir uns hier? Bitte kommt hier nicht einfach so vorbei und labert mich zu. Ich muss arbeiten. Okay, ich muss arbeiten. Das ist sehr nett von euch, aber wenn, dann kommt, ich gebe euch einen Kaffee aus und wir trinken hier drin einen Kaffee und da können wir quatschen mit anderen Auswanderern, da könnt ihr liebe andere Leute kennenlernen. Und wann machen wir das? Wann passt es euch? Wie wäre es Freitag? Freitag hier. Freitag hier um 14 Uhr. Also wer Lust hat, Kaffee trinken, andere Leute kennenlernen, zu quatschen. Also ich meine es, meine Kunden oder Freunde, ja, also Kunden, die sollen vorbeischauen. Ja. Für andere, die jetzt meinen, wieso tust du nicht dich um alle kümmern, um alle Auswanderer, ich habe nicht genug Platz und ich habe auch, ich will meinen Kunden nur Leute kennenlernen, die ich kenne und das meinen Freunden. Und ein Tipp für euch, wer Deutsche kennenlernen möchte, der kann Richtung Mahmudlar, ist da der Uhrturm, da ist der Uhrturm und da könnt ihr in Restaurant, das heißt Meltem, da gibt es fast nur Deutsche, da könnt ihr viele Deutsche kennenlernen und nur als Tipp, ja, wer meint, ich will da nicht helfen, natürlich will ich helfen, also wo kann man hingehen, das zum Beispiel. Ja. Wer noch andere Tipps hat für meine Kunden, kann es unten im Kommentarbereich reinschreiben. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns gegenseitig helfen und ich habe halt nur ein Leben, ich habe nur einen 24-Stunden-Tag und den tue ich ja natürlich mit meinen Kunden verbringen, die auch sich, die auch mir was gebracht haben, in dem Fall Nahrungsmittel, Geld, Strom, was auch immer, mit für meine Familie, mit für meine Kinder. Und vielen Dank auch dafür, meine lieben Kunden. Und deswegen, wer Lust hat, es gibt auch einen Kuchen. Ich will auch, dass meine Frau kommt und die Kinder, dass sie die auch kennenlernt. Wer sie noch nicht kennengelernt hat, viele haben sie ja schon kennengelernt bei den letzten anderen Treffen. Und meine Frau soll einen Käsekuchen
machen. Okay? Ja, die aus Madagaskar, das ist echt top. Meine Mutter hat es ihr beigebracht. Sie kann auch Madagaskar kochen. Das soll sie halt mal anders mal machen. Diesmal gibt es Käsekuchen, okay? Von uns. Natürlich free für immer, wie immer, für meine Kunden. Also meine lieben Kunden, wer Lust hat, Freitag 14 Uhr hier, Käsekuchen geht aufs Haus, Kaffee geht aufs Haus und ich freue mich auf neue nette Gespräche. Wer halt da ist, ist der Heinz auch da? Hier seine Werbung, also wer seine Seite noch nicht kennt, hier hat er die Werbung hingemacht. Könnt ihr gerne mal schauen. Falls ihr auch da seid, kommt auch vorbei. Und wäre echt nett von euch, wenn ihr hier nicht vorbeischaut, nicht mal zum Hallo sagen, ich habe keine Zeit. Das ist sehr nett von euch. Danke, danke, danke. Aber ich habe keine Zeit. Also nur vorbeischauen, wenn ihr Zeit habt. Hier meine Telefonnummer, falls jemand mich trotzdem unbedingt sprechen muss für einen Notfallkauf unbedingt, was auch immer, oder ist im Krankenhaus oder was auch immer, also wenn ein Kunde ist, ja, ich bin so ein Arschloch, tut mir leid, kann er sich natürlich jederzeit melden. Okay Leute, so viel von mir, was mache ich gerade? Ja, die Sitze waren ja so, ne, habe ich glaube ich in einem Video schon erklärt. Das ist übrigens die Klimaanlage, die nachträglich eingebaut wurde. Das Gehäuse habe ich reinmachen müssen. Dann, also es ist ja so, dass man, die Sitze sind dann so wie hier, so, zwei rein, neun Personen passen rein. Aber ich möchte hinten mehr Platz haben, denn hinten habe ich nämlich nur bis daher Platz gehabt. Und da jetzt mein Sohn ja auch kommt und wir das blaue Boot mit drauf packen, oben drauf und hinten noch einen Tisch für meine Mutter mitnehmen, brauche ich Platz. Deswegen machen wir es so, dass man sich gegenseitig anschauen kann. Ja? Ja, was ist das? Ja, das ist, das Auto habe ich vor ewigen Zeiten mal gekauft, ja? Weil ich ein Auto gebraucht hatte. Das habe ich vor ewigen Zeiten gekauft, vor über 2 Jahren schon. Und habe ich dann zu einer Werkstatt gebracht in Mahmud Larsanay und die haben dran rumgebastelt und haben eigentlich nichts gemacht, haben nur immer Geld abkassiert und die habe ich verklagt. Das ist jetzt ein Gerichtsverfahren, weil die Geld verlangt haben und ich habe ja immer auch gezahlt und die haben nichts gemacht. Ja. Und das ist jetzt ein Gerichtsfall. Und ich habe jetzt darauf bestanden, dass das Auto jetzt wieder zu mir kommt und habe dann zwischendrin einen anderen Freund gegeben gehabt, der hat sich darum gekümmert gehabt. Ja, und ja, Unglück im Glück, dass ich es gekauft hatte, denn das war noch zu einer Zeit, schaut, das wollten sie auch machen angeblich, ne? Streichen, alles herrichten, schaut euch das an, ja. Das hatte ich gekauft, da waren die Autopreise noch bezahlbar. So ein Glück, he? Habe ich für ein Apfel und ein Ei gekauft gehabt und jetzt ist das Ding, wenn es hergerichtet wäre, also ich lasse es jetzt herrichten, besser gesagt, ich mache es selbst und ja, weil es ist einfach eine geile Karre, ne? Schaut euch mal das an, ne? Ist schon eine geile Karre, ne? Ist 72er Baujahr. Ich bin älter. Ja, die Sitze, wie gesagt, man kann sich dann selber sehen. Warum sage ich euch das alles? Naja, dass ihr halt ein bisschen mit den Gedanken, wenn ihr auch so ein Auto habt, könnt ihr das ja auch so machen. Praktisch die Dreierreihe, die hinten war, kommt hier. Die Rückenlehne kommt daher. Hier kommt ein kleiner Tisch. Dann die Zweierreihe kommt hier. Dann habe ich sogar da noch Platz. Also durch ein bisschen Veränderungen und dann habe ich fast schon doppelt so viel Kofferraumplatz. Ja. Durch ein bisschen Veränderungen habe ich dann viel gemacht. Ja. Und das da, ja, das ist stabil. Aber die andere Seite ist nicht stabil. Und da habe ich extra 20x40er Rohre gekauft. Und
Die sind 2 mm, die sind. Nein, die sind 1,5 mm, weil die müssen leicht sein für das Tor, dass man sie schwenken kann. Und diese sind 2 mm und die kommen jetzt dann aufs Dach oben drauf, damit ich das Boot machen kann, das Boot oben drauf machen kann, hier das Boot und mit den Kindern paddeln kann. Das wird geil. Ach, das Leben kann so schön sein, wenn man Gedanken hat, wenn man was macht, wenn man seinen Arsch hoch bekommt, ja. Und wenn man sich Gedanken macht, ach, was könnte ich jetzt schöner machen, was könnte ich besser machen, dann entsteht sowas, ja. Das entsteht nur im Gehirn, Leute. Ihr müsst euer Gehirn, ich habe ein Video schon darüber gemacht, ja. Und nicht vergessen, das Osmoseprinzip, ja. Das Video mit dem Osmoseprinzip. Ich könnte jetzt genauso auch mit ein paar bestimmten Leuten da irgendwo in einer Pilzstube saufen, ja. Und habe ich mit ein paar Leuten in der Pilzstube gesoffen, ja. Nein, danke, ich habe anderes zu tun. Versteht ihr? Was sind meine anderen Gedanken? Ja, Yachtbau wieder, ja, gerade bei den teuren Preisen, ja, da wollte ich ja auch ein Video machen. Kommt alles noch, kommt alles noch. Und heute gehe ich mit meinen Kindern, mit Frau und Kindern, gehen wir heute zum Popeyes. Das ist so eine Art Kentucky Fried Chicken. Das gefällt ihnen sehr. Ich habe es ihnen versprochen. Und deswegen muss ich jetzt weitermachen. Meine Sitze mit diesem Stahl möchte ich die verbinden und neu lackieren. Und dann wird schon montiert. Ne? Am besten ist immer, wenn man es selber macht. Ja? Das Problem ist, man könnte es auch abgeben, aber ich habe es ja schon in einem anderen Video gesagt. Die haben gemeint, ja, 4, 5 Tage oder in der Woche müsste ich das Auto bei denen lassen. Ja, spinnt ihr, Alter. Ich brauche das Auto jeden Tag. Jeden Tag brauche ich das Auto. So, okay, so viel mal von mir. Liebe Grüße an euch und also nicht vergessen, Kundentreffen wieder mal hier am Freitag 14 Uhr mit Kunden, Freunden. Kommt vorbei, meine Lieben. Und wir haben viele neue Leute, neue Kunden, die jetzt hier leben und könnt ihr alle kennenlernen. Und zum Glück hatte ich das mal gemacht, machen lassen zu meiner Kaffeezeit, ja, wo das Kaffee noch offen war, aber keine Zeit mehr dafür, keine Zeit mehr. Stell halt jemanden ein oder ich mache das für dich, ich mache das so gerne. Ja, und wer dann die Verantwortung? Ich habe es trotzdem. Nee, danke. Ich habe 20 Jahre lang Gastronomie gemacht in Deutschland, meine Lieben. Am besten. Nee, danke. Okay, soviel von mir. Liebe Grüße. Bis Freitag, wer Lust und Zeit hat. Okay.